Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Advanced Adventure. Wir sind hier in der Red Ribbon Armee Basis beim Kampf gegen Mr. Black, wenn ich mich nicht irre. Und ich würde mal sagen, dem Kerl geben wir's. Komm her! Oh, ich sehe es ergriffen, wir sind doch fast tot. So hat das eigentlich keinen wirklichen Sinn. Scheiße, so schaffen wir den doch nie. Na, ah, das war so klar. So konnten wir den gar nicht schaffen. Naja, versuchen wir mal genug Leben. Komm her, du Neger! Das hätte ich jetzt vielleicht nicht sagen sollen im Öffentlichen. Also grundsätzlich, ich habe nichts gegen Schwarze. Also nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht hier. Ja, komm her! Ich krieg dich, komm her. Ah, klar, dass er mich trifft. Scheiße, ey, der macht mich down. Boah, und wieder mich down macht. WTF? Okay, ich merke schon, es wird vielleicht ein Fail-Video. Ja, das wird ein Fail-Video. Wobei, so geht das ganz gut. Ja, so geht das. Ja, so. Scheiße! Mit den Viechern darf der mich auf keinen Fall treffen. Fuck! Oh, keine Chance. Ja, den Kampf verliere ich. Nein, ich. Das kann. Hier! Es gibt's doch nicht. Ich merke schon, das wird ein Fail-Video. Ach du meine Scheiße. Boah, jetzt hör mal auf, so exorbitant viel Schaden zu machen. Und der ist für dich. Okay, bis jetzt sieht es ja ganz gut aus. Was? Willst du mich verarschen? Wie viel hast du jetzt abgezogen? Fuck! Oh Mann, dadurch hat er wieder einen gigantischen Vorsprung bekommen. Und der ist noch für dich. Aber es sieht gut aus. Und da kriegst du noch den. Mann, wie soll ich da ausweichen? Oh, das gibt's doch nicht. Es sind jetzt schon fast 5 Minuten um. Und ich hab den immer noch nicht. 5 Minuten purer Fail. So wollt ihr das, ja?
Ja, so wollt ihr das 5 Minuten purer Fail von Mönchner Spike. Denen ausweichen ist aber jetzt kein Kunststück. Der noch. Sorry Leute, ich bin jetzt gerade ein bisschen ruhig, ja, aber ich will den jetzt packen. Und dann kriegst du noch den. Ah, falscher Knopf. Und dann kriegst du den. Du Scheißvieh. Und den. Und dann kriegst du noch den. Was hast du so gedacht, gell? Und dann kriegst du noch den. Ja! Endlich habe ich dich, Mann. Hat nur 6,5 Minuten gedauert. Puh. Zu guter Letzt besiegte Goku die Red Rim Armee ganz allein. Nun fehlte nur noch ein Dragon Ball. Aber... mir reicht's. Der Dragon Ball ist schon wieder kaputt. Und somit weiß ich nicht, wo der letzte Dragon Ball ist. Hey, Goku! Ah, Bulma! Und Muten Roshi! Wir wollten dir helfen, aber du hast ja bereits alles alleine geschafft. Das ist schon wieder eine neue Stimme. Ja? Bulma, könntest du bitte den Radar reparieren? Zeig mal her! Komisch, er funktioniert ganz normal. Das könnte bedeuten, dass der Dragon Ball von irgendwas verschluckt wurde. Das ist allerdings ein großes Problem. Was nun? Geh doch zur Hellseherin Baba! Die kann dir bestimmt sagen, wo der Dragon Ball ist. Eine neue Stimme für Muten Roshi kann sie das sicherlich auch gleich nennen. Wirklich? Okay, bin schon unterwegs. Oh Mann. Babas Palast. Wie ihnen von Muten Roshi gesagt worden war, begaben sich Goku und die anderen zu Baba. Würden sie in der Lage sein, den letzten Dragon Ball ausfindig zu machen? Ich liebe diese Stage übrigens. Oh, du... sorry, Leute. Oh, du meine Güte. Da habt ihr jetzt übrigens gerade meine... ich weiß nicht, das muss ich gleich mal wieder schauen, ob ihr jetzt meine Stoppuhr gesehen habt. Ich glaub's jetzt nicht, aber egal. Oh, du meine Güte, wie jung du noch bist. Bist du die Höllenseherin, Baba? Welch seltsamer Name. Ich bin die Hellseherin, Baba. Hör gefälligst besser hin! Mein Gebiss ist übrigens auch nicht mehr das Beste. Ich möchte dich bitten, nach etwas zu suchen. Kein Problem, aber das wird euch ein hübsches Schimpfchen Geld kosten. Zumindest unter normalen Umständen. Aber mein inneres Auge verrät mir, dass ihr kein Geld habt. Was können wir also tun? Nun, ihr könntet gegen meine Krieger antreten. Und wenn ihr sie besiegt, sage ich euch eure Zukunft gratis voraus. Ja! Abgemacht. Das wird super. Also gut. Du bist dann Mann im Teufelsgewand. Der Mann im Teufelsgewand. Halloween ist vorbei. Halloween war noch nicht mal. Wann ist Halloween? Ich weiß es nicht. Denn Halloween ist... ich mag Halloween nicht. Auch wenn an Halloween hat übrigens ein Kumpel von mir Geburtstag. Aber nichtsdestotrotz, ich mag dies. Ich mag Halloween überhaupt nicht. Also ich bin kein Fan von Halloween. Und jetzt verreckt man im Teufelsgewand. Ja, jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich. Das war ein Fehler, hier unten zu bleiben. Na, komm her. Und dann kriegst du noch den hier. Oh, fall da drunter. Ich kann da übrigens runterfallen. Er nicht. Logisch, er hat Flügel. Nein! Du Arschloch! Boah, jetzt komm her! Boah, jetzt reicht's mir. Jetzt habe ich keinen Bock mehr auf dich.
Jetzt komm her, du Arschloch. Findest du lustig, wenn du mich runterschmeißt, ha? Ha? Macht es dir Spaß, ha? Arschloch. Ausgewichen ist er. So? Jetzt komm es, jetzt hab ich dich. Ha! Hab ich dich. Oh, ich bin aber auch fast verreckt, merke ich gerade. Ich hab ihn geschlagen. Haha, wer ist der Nächste? Mist! Du bist was Besonderes, mein Junge. Aber hier hört die Glücksträne auf. Der nächste Gegner ist weiter stärker. Komm raus! Normalerweise waren es, glaube ich, 3 Gegner. Aber fragt sie mich nicht, wer der dritte war. Also der dritte war schon eher klar. War der Mann im Teufelsquant der erste oder zweite? Ich weiß es noch. Okay, okay. Also gut. Dich mache ich mit links fertig. Willst du dich vor dem Kampf nicht verneigen? Hä? Oh, natürlich. Er riecht irgendwie angenehm. Ich entdecke gerade meine schwule Seite. Ich mag den Geruch von Männern. Das tönt mich an. Also dann, beginnt den Kampf. Los, tu es. Ein geiler Kampf, sag ich. Und los, komm her. Wer ist dieser maskierte Fremde? Wieso riecht der angenehm? Haben wir wirklich unsere schwule Seite entdeckt? Dies und viel mehr erfahren wir jetzt. Anscheinend kennt er sich mit Kampfsport aus, denn er wollte, dass wir uns verneigen. Und das sagt er schließlich die Regel des Kampfsports. Vor einem fairen Kampf verneigt man sich. Nur ist es natürlich bei uns jetzt kein fairer Kampf, weil du keine Chance gegen mich hast. Komm her. Zu guter Letzt ist kein mehr. Immer noch nicht. Verdammt. Hat mich doch mal erwischt. Hast du so gedacht, gell? So, und jetzt wichtig, ob wir mit dem Kamehameha besiegen. Ups, da bin ich kurz mal auf die Speed-Taste gekommen. Ha! Ich habe ihn nicht mit dem Kamehameha besiegt. Und tschüss, Mann. Mit deinem Tritt in die Eier. Und? Ich hab gewonnen, stimmt's? Ich gebe auf. Du hast mich geschlagen. Du bist viel stärker geworden, Goku. Es freut mich, dass du so gut trainiert hast. Woher kennst du meinen Namen? Du bist doch nicht etwa... Die Maske ist weg. Doch. Ich bin es, Gohan. Hä? Großvater? Großvater? Großvater! Ich hätte allerdings nicht gedacht, so wenig gegen dich. Ich bin Gohan und nicht Goku. Ich hätte allerdings nicht gedacht, so wenig gegen dich ausrichten zu können. Also dann, ich will euch wie versprochen die Zukunft voraussagen. Oi, 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 oi. Ich sehe, wir müssen diesen Part beenden. Weiter geht es im nächsten Part von Dragon Ball Advance Adventure. Bis zum nächsten Mal, Leute. See ya!